Willkommen zurück bei Zelda Skyward Sword. Wir haben das Heldenlied komplett, haben auch schon die Prüfung gemacht, die hier im Wolkenhort war. War ziemlich lächerlich einfach. Haben dafür dann die Insignie der Reife bekommen, aber da fehlt uns noch ein zweites Teil. Und dieses Ding soll uns dann finally den Weg zum Triforce zeigen. Jo, wie wir das zweite Stück finden... Keine Ahnung, man bekommt keinen Anhaltspunkt. Aber, oh ja, danke. Endlich. Ich bin ja sowieso erstmal drauf und dran, die letzten 10 Juwelen der Güte zu finden. Und es sieht so aus, als hätten wir Glück mit zumindest 5 davon. Oh, da bist du ja, Dummy. Konntest du mit Narisha sprechen? Oh, das ist ja großartig. Du besitzt wohl tatsächlich etwas, das dich von was unterscheidet, wie uns, oder? Du und dein roter Wolkenvogel, ihr beide werdet bestimmt jedes Abenteuer erfolgreich überstehen. Aber vor dir liegt noch ein sehr steiniger Weg. Bleibe stark. Übrigens, ich hätte eine Bitte an dich. Würdest du mir zuhören? Du weißt es bestimmt bereits, aber ich gelte hier im Wolkenhort als sowas wie ein Experte für Pflanzen. Nun, im Grunde habe ich mir diesen Titel selbst verliehen. Es ist nur so, ich habe bereits alle Pflanzen, die hier im Wolkenhort vorkommen, gesammelt. Deshalb bin ich auf der Suche nach einer neuen Pflanze, die ich erforschen kann. Was sagst du dazu? Würdest du dich für mich auf die Suche begeben nach einer neuen Pflanzenart? Klar, Mann. Oh, ich war mir sicher, dass du mir helfen würdest. Du bist eh schon grün angezogen, hast bestimmt auch einen grünen Daumen, ne? Das bezweifle ich, aber ich kann die Pflanze, die diese Person sucht, als gegenwärtiges Ziel für die Aurasuche festlegen. Falls du dich allerdings momentan auf der Suche nach einem anderen Objekt befindest, geh heulen. Soll ich es ändern? Ja, aber vor allem sollst du nicht einfach so vor Personen auftauchen, weil normalerweise müssten die sich ja denken, what the hell. Aber gut. Pflanze! Ja. Dann gehen wir mal die Pflanze suchen. Oder Moment, Moment, Moment. Wir können ja gleichzeitig auch nochmal überprüfen, ob ich recht hatte. Und man wieder zu Gepora muss. Und der einem sagt, wie man zum zweiten Insignie der Reife kommt. Aber wahrscheinlich nicht, wenn er kein Punkt-Punkt-Zeichen hat. Hey. Hallo Dummy, wie geht es dir? Was sagst du da? Du musst die Insignie der Reife irgendwo hinbringen? Ich kann mich erinnern, dass das einst irgendwo hier aufbewahrt wurde. Aber wo? Ich bin mir sicher, dieses Juwel schon einmal irgendwo gesehen zu haben, aber wo? Vielleicht solltest du einmal den Wahrsager aufsuchen und ihn befragen. Ach echt? Muss man das machen? Normalerweise dient er ja eigentlich nur dazu, wenn man nicht weiter weiß. Ist klar, er trifft in dem Fall natürlich zu, aber wenn man halt wirklich nicht mehr weiter weiß, wenn man gefailt hat oder so. Aber normalerweise kriegt man doch immer irgendwie irgendwo... ein Anhaltspunkt. Und wenn es nicht in der Schule ist, dann ist es vielleicht tatsächlich gewollt, dass man zum Wahrsager geht. Weil immerhin sagt es einem Gepora. Also gut, dann werden wir das tun. Aber erstmal suchen wir die Pflanze. Und wo gibt es Pflanzen? Selbstverständlich im Wald. Also auf zum Wald von Firone. Oh, haut er nicht die Fresse an. Oh! Ja, lieber der Vogel als ich. Okay. Ich glaube, ich bin schon da. Hab jetzt nicht so lange suchen müssen, bin einfach quer durch den... ja, durch den Wald gerannt. Die Aurasuche hilft einem ja doch sehr. Dieser Q scheint was zu wissen. Oh, du bist es wieder. Komm, wo ist kleine Schultern tun wie vom Verstecken? Armes Ding, tust mir echt total leid. Ja, das Leben in ständiger Gefahr macht Kombo müde. Du kannst es wohl nicht verstehen, oder? Nee. Alle freuen sich darüber, dass der Wald friedlich geworden ist, aber Kombo glaubt es irgendwie nicht. Muss Kombo sich sein Leben lang immer nur verstecken? Hä? Kannst du irgendeinen Ort, in dem Kombo leben kann, ohne sich immer verstecken zu müssen? Theoretisch schon. Ich brauch dich. Komm mal mit. Oh, ist ja wundertoll! Oh, nimm Kombo mit sofort. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hierbei um eine Pflanze handelt, liegt nur bei 40%. Ich halte es jedoch für möglich, dass Otus dieses Wesen als neue Pflanzenart anerkennt. Soll ich den Roboter rufen und es in den Wolkenhort bringen lassen? Ach, Trapo! Ja, hol ihn wieder. Sehr wohl, Gebieter. Ich werde den Roboter nun rufen. Ach ja.
kriegt echt viele Auftritte in dem Game. Verehrte Fahr, ihr habt mich gerufen. Diesen Knilch hier soll ich also wegbringen? Keine Sorge, ich meinte nicht dich. Verstanden, ich warte dann oben auf euch. Bis später. Ich schlage vor, dass du zurück ins Wolkenmeer reist, um den Q zu jener Person zu bringen, die dich mit der Suche beauftragt hat. Genau, das hatte ich vor. Wo ist denn ein Speicher? Ach, da gibt's doch auch gleich einen, oder? Oh, damn it, wie komme ich jetzt da rüber? Also. Da ist doch dieser Turm da. Ja, okay. So, komm. Und nochmal. Rüber mit dir! So ist gut. Ja, und dann hoffe ich, dass das verdammte Sidequest mit Terry endlich geht. Da habe ich jetzt den Tipp erhalten, dass ich erstmal zu dem Minigame gehen soll, wo ich eigentlich dachte, dass man erst danach hingehen muss. Aber anscheinend muss man erstmal mit demjenigen, der sich dort befindet, sprechen und dann zu Terry gehen. Äußerst umständlich. Ich hoffe, es funktioniert. Wir haben schließlich sonst alles. Alle Artefakte, alle Herzteile. Nur noch 10 Juwelen der Güte, beziehungsweise gleich. Nur noch 5 fehlen und dann können wir auch den Dämon zu einem Menschen verwandeln. Da bin ich auch schon richtig heiß drauf. Interessiert mich derbe, wie der dann ausschaut. Landen wir gleich mal oben. Yeah! Ab zu Meister Otus. Diesmal weiß ich, glaube ich, sogar, wo es ist. Hier. Oh, okay. Kommt automatisch eh schon eine Zwischensequenz. Die Lieferung ist da. Ein seltsamer kleiner Q. Bitte sehr. Gewohnt nett. Ruft mich wieder, wenn ihr meine Hilfe benötigt, verehrte Fai. Ich hoffe, ich sehe dich nie wieder. Schaust. Das, was ist denn das? Das ist tatsächlich eine mir völlig unbekannte Pflanzenart. Aber was ist denn das? Ich meine, ist das eine Pflanze oder ist das doch irgendwie ein Tier? Hm, das ist wohl eine der größten Entdeckungen unserer Zeit. Das macht mich Fame. Puh, aber so richtig Fame. Es gibt also tatsächlich noch viele Pflanzen auf dieser Welt, die ich noch nie gesehen habe. Oh, ich spüre förmlich, wie der Forscherdrang in mir wieder wächst. Die Geldgeilheit. Ich danke dir von ganzem Herzen, Tommy. Ich werde gut auf diese Pflanze achten. Sag mir Bescheid, falls du erneut eine seltene Pflanze finden solltest. Yes. Ja, jetzt überprüfe ich das einfach mal mit Terry und fliege dorthin, wo eben dieses Minigame ist. Das ist in der Sturmwolke. Also muss ich da wieder relativ viel schneiden. Oh, ich freue mich schon. Oh Gott, verdammt! Das war so klar. Nur weil ich auf den Scheißaufnahme... Knopf drücken musste. Was ist das denn jetzt? Für ein Bug. Wo bin ich? What the fuck? Warum bin ich wieder 20 Kilometer entfernt? Von dem Scheiß. Okay, also jetzt haben wir irgendwie schon zweimal innerhalb kürzester Zeit einen richtig verrückten Fehler feststellen müssen im Spiel. Es gibt noch viele, viele weitere Glitches. Müsst ihr mal auf YouTube schauen. Da gibt es Dinger, das ist unfassbar. Da fragt man sich wirklich, woran man die ganze Zeit gearbeitet hat. Aber naja.
Okay. Versuchen wir noch einmal richtig zu landen. Ich hätte einfach schon vorher auf Aufnehmen drücken müssen. Dammit. So. Das ist jetzt aber perfekt. Der hat aber auch kein Punkt-Punkt-Zeichen. Hey, Domi, was für ein Zufall, dich hier zu treffen. Ich bin in diesen dichten Nebel geraten und fand mich urplötzlich auf dieser Insel wieder. Wusstest du, dass diese Insel der perfekte Lebensraum für vielerlei Insekten ist? Ich glaube, ich werde hier Insekten züchten und versuchen, alle nur möglichen Exemplare zu fangen. Hey, möchtest du vielleicht auch ein paar Insekten irgendwie jagen oder so? Ich würde ein paar freilassen, damit du zocken kannst und so. Gibt Anfängerstufe und Experte, ne? Ich kann dich allerdings nicht umsonst teilnehmen lassen. Ich brauche irgendwie Kohle. Nein. Oh, das zackt jetzt aber so richtig. Ich glaube nicht, dass es was bringen wird, aber... Ja, schauen wir mal jetzt bei Terry vorbei. Scheint doch was gebracht zu haben. Tatsächlich, man muss erstmal mit dem Typen sprechen. Oh, im Hereinspaziert, verehrter Kunde. Hm? Mir scheint das nicht besonders gut zu gehen. Ach, ich kann mich nicht verstellen. Im Moment bin ich leider ein wenig beschäftigt, aber wir könnten uns nachts unterhalten. Leg dich einfach ins Bett und schlaf eine Runde. Ja, tatsächlich, jetzt hat's funktioniert. Sehr gut. Wir sind auf dem besten Wege, unsere letzten 5 Juwelen der Güte zu bekommen. Danke an denjenigen, der den Tipp gegeben hat. Oder 2, 3 waren es, glaube ich, sogar. Ich habe echt krass gerätselt, wie man diesen Scheiß hier aktiviert. Also. Erzähl mir deinen Kummer. Sitzt da ganz melancholisch vorm Lagerfeuer. Oh. Du hast in meinem Bett geschlafen? Nun, du warst bestimmt sehr müde, oder? Ich bin ebenfalls müde, weil ich den ganzen Laden samt deinem Gewicht hierher fliegen musste. Aber vergessen wir das, ich bin es ja gewohnt. Also, es ist so. Ich habe etwas Wichtiges verloren. Es handelt sich um den Insektenkäfig, in dem mein Dämonenkäfer ist. Ich bin furchtbar betrübt. Dieser Käfer war ein sehr, sehr seltenes Exemplar. Ich suche ihn, kein Problem. Oh, meinst du das ernst? Das wäre ja wundervoll. Mein geliebter Dämonenkäfer, bitte finde ihn so schnell du kannst. Ich flehe dich an. Bitte, bitte, bitte. Mache ich. So, und den Käfer hat natürlich Gruß sich geschnappt für seinen neuen Zoo. Und da müssen wir das Minispiel auf Extrem gewinnen und dann kriegen wir den Dämonenkönig. Wir sehen uns also dort. So, da sind wir auch schon bei Gruß. Hey, Domi, alles klar? Was sagst du? Ich grinse von einem Ohr zum anderen. Schätze, du hast recht. Kein Wunder, denn ich habe einen ziemlich seltenen Käfer gefangen. Erzähl mal mehr, Alter. Neugierig, hm? Dann hör gut zu. Nun, ob du es glaubst oder nicht, ich habe tatsächlich den legendären Dämonenkäfer erwischt. Wahnsinn! Die Chance, einen solchen Käfer zu fangen, ist so gering, es grenzt an ein Wunder. Und das ist auch der Grund, weshalb ich wie verrückt strahle. Was sagst du da? Der Käfer gehört Terry! Terry, der mit seinem Laden durch die Luft fliegt, oder wie? Gib ihn zurück. Glaubst du wirklich, dass du mich mit dieser rührseligen Geschichte täuschen kannst? Schäm dich! Ich habe diesen Käfer gefunden, also gehört er mir ganz allein, ja? Andererseits, was einem nicht gehört, soll man auch nicht behalten. Aber ich bring's einfach nicht übers Herz, den Käfer so ohne weiteres auszuhändigen. Wie wäre es mit dem folgenden Vorschlag? Erreiche bei der Insektenjagd eine bessere Zeit als ich, dann werde ich dir den kleinen Kerl anvertrauen. Einverstanden? Nimmst du die Herausforderung an? Wie zur Hölle sollen wir eine bessere Zeit als dieser Käferfreak erreichen? Aber gut, versuchen wir es. Und da ich Geschäftsmann bin, muss ich natürlich auch noch 10 Rubine abzocken. Ach, Arschloch. Hier die Regeln. Sammle insgesamt 10 Insekten eines von mir vorher festgelegten Insektentyps. Wichtig ist, dass du die 10 Insekten innerhalb von 3 Minuten fängst, klar? Oh Gott. Schaffst du das, dann händige ich dir den Dämonenkäfer aus. Nun gut, bist du soweit, dann kann's ja losgehen. Das darf mir ja nie im Leben, ey. 3 Minuten für 10, was, Dade? Ja, wo weiß ich jetzt welche? Achso, da steht's. Ja, erstmal das Netz holen wäre nicht schlecht, ne? Ich kenne mich nicht mal mit den Namen aus. Brauchen wir den? Nee. Oder doch? Ich nehme ihn einfach mal mit. Aber ich glaube, nein. Ich kann es jetzt nicht so ganz erkennen. Brauchen wir so einen Marienkäfer? Da wäre einer. Brauchen wir nicht. Und das Viech?
Das ist schon eher, oder? Ach nein, scheiße, jetzt bin ich zu weit runter. Wobei, da ist noch einer. Komm du mal her. Und einen Falter brauchen wir auch. Der war da gerade. Ach, das war auch ein Marienkäfer. Scheiße, nein. Ich dachte, das wäre dieses braune Vieh. Ach, ich sag ja, das wird nichts. So, den habe ich aber jetzt wenigstens. Einen von 10. Super. Und es ist schon ewig viel Zeit vorbei. Ah, okay. Was man schon hat, wird mit einem Haken versehen. Das ist doch sehr positiv. Grashüpfer? Ja, Grashüpfer brauche ich. Da nicht Schwertlink, das wäre äußerst ungut für den Käfer. Herkommen. Vierohüpfer gefangen. Hm. Davon brauchen wir sogar 2. Wo ist der zweite? Gibt es noch einen hier? Oder gibt es nur einen? Sieht aus, als würde es nur einen geben. Gott verdammt. Was ist da unten? Ist da der Tod? Dich brauchen wir auch. Komm her. Gut. Ich glaube zwar nicht, dass wir das schaffen, aber... Naja. Wenn die immer an der gleichen Stelle sind, können wir uns wenigstens merken, wo wir schon waren und wo nicht. Glühwürmchen brauchen wir auch nicht. Gibt's da in den Dingern da was? Nicht? Wobei ich höre, glaube ich, einen Grashüpfer. Halt, das ist jetzt, glaube ich, eher schlecht, wenn ich da runtergehe. Ja. Da ist doch bestimmt irgendwas Wichtiges. Wenn das schon so ein Spinnennetz ist. Ja, ist es! Nein! Ich habe ihn umgebracht! Ich wollte gerade das Netz zücken. Aber immerhin den Grashüpfer habe ich gefunden. Ja, scheiße, Mann. Jetzt hätten wir den zweiten Eldin-Skarabäus gehabt, aber das war wohl nix. Ja, und wie komme ich jetzt wieder nach oben? Muss ich doch hier durch? Das ist doch nicht umsonst da. Ja, eben, siehst du? Dich brauchen wir doch bestimmt auch. Das ist doch diese Himmelsanbeterin. Ja, ja, ja. Die brauchen wir auch. Die beiden hier auch? Oh, scheiße, kommt her. Nee, doch nicht, die brauchen wir gar nicht. Eine davon, glaube ich, nur. Eine. Aber sie ist weg, was ist da am Boden? Du, brauchen wir dich? Ist jetzt scheißegal, ich fange dich einfach, weil die Zeit ist gleich um. Ja, ja, brauchen wir sogar. Komm her, du blödes Drecksvieh. Komm her, Mann! Ja, ja, die kosten so viel Zeit, wenn man so nah ran muss. Schaffe ich trotzdem nicht, weil ich nicht weiß, wo der Rest ist. Mir fehlen noch 2 oder 3. Ja, so ist es. Ne, wird nix. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Hallo? Brauche ich dich noch? Nein. Wie komme ich jetzt hier hoch? Schon vorbei. Ich weiß nicht, ob man immer die gleichen Insekten sammeln muss oder... Scheiße. Oder nicht. Also wenn ja, dann kann man sich ja so einen kleinen Weg planen. Hätte ich den einen halt nicht umgebracht, dann hätten wir es auch schon längst. Und ich möchte jetzt noch wissen, ob wir den hier brauchen. Wartet mal. Ach, da ist ja doch noch so ein Grashüpfer. Also kann man doch beide am Anfang finden. Sehr gut, zu wissen. Hier, das wollte ich wissen, ob wir den brauchen. Den brauchen wir doch, ne? Ja, 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 ja. Und dann, wo ist der letzte? Also es ist alles mehr oder weniger auf dem Weg. Nur dieser eine, ja, das ist, glaube ich, so eine Sandzikade, oder? Ja, genau die meine ich. Die immer so wegfliegen. Die sind noch sehr gefährlich. Ja, ja, das ist gar nicht so schwer. Für den Notfall gäbe es hier vielleicht noch irgendwo eine oder so. Hier die Libelle. Also wenn ich ein paar von denen umbringe, ist es nicht ganz so schlimm. Von den blauen gibt es einige. So, jetzt habe ich dich auch. Okay, also das war ein Fail, aber ich würde mal sagen, den ersten Durchgang braucht man sowieso, um auszumachen, wo die ganzen Viecher sind. Also wenn man das beim ersten Versuch schafft, dann ist es eigentlich nur Glück, weil man weiß ja nicht, wo die Viecher sind. Aber jetzt haben wir ein Bild davon, hoffen, dass wir die gleichen nochmal sammeln müssen. Und dann sollten wir es auch schaffen. Also wenn ich jetzt versage, dann ist es schon eher ein bisschen failig. Ne? Ja, ja, ist gut. Ich weiß, ich muss es innerhalb von
3 Minuten schaffen. Danke. Sind es die gleichen? Komm schon. Ja, das ist gut. Das ist optimal. Hier können wir gleich die Sandzikade bekommen. Müssen wir auch schaffen, weil die macht Ärger. Optimal. Ah, und die blöde Meldung, dass wir den und den schon hatten, kommt auch nicht. Der kann eigentlich nicht entfliehen. Super, da unten ist der Schmetterling. Jetzt geh mal ab, Baby. Den Marienkäfer benötigen wir nicht für die Challenge. Hier können wir beide Grashüpfer finden. Ist der Teufel wo? Nummer 1. Wo bist du? Jetzt finde ich ihn schon wieder nicht. Oder vielleicht sind es doch... Vielleicht ist es doch nur einer. Am besten halten wir uns gar nicht so lange auf hier, weil es gibt noch an anderen Stellen den Grashüpfer. Dich bräuchte ich allerdings. Und jetzt wäre es ganz von Vorteil, hier reinzugehen. Hier bekommen wir auch noch einiges. War hier was? Ah, nee. Nee, hier ist nichts. Aber hier müssen wir ja dann durch. Um viele andere zu bekommen, die wir benötigen. Verpiss dich, Mann. Scheiß Spinnennetz. So, aufschlagen. Dann können wir den zweiten von denen bekommen. So, dann werden die perfekt. Da ist der Grashüpfer. Sehr schön. War hier noch was? Nein, ne? Der Rest ist dann eigentlich nur noch hier draußen. Und wir haben jetzt 1 Minute 30 verbraucht. Wir sind optimal in der Zeit. Absolut perfekt. Ja, dich brauchen wir jetzt eigentlich. Oder doch, brauchen wir schon. Und dann zu euch. Ja! Okay. Was jetzt noch? Genau, die Anbeterin. Die ist hier. Die sollten wir jetzt auch bekommen, weil ich keine Ahnung habe, wo sie noch ist. Und es hat geklappt. 1 Minute 53 ist, wie ich finde, eine sehr gute Zeit. Für den zweiten Versuch wirklich super. Also man braucht echt einen Versuch, um zu schauen, wo die ganzen Viecher sind und dann passt's. Ihr könnt mir ja eure Zeit in die Kommentare schreiben. Fertig! Dass jemand meinen Rekord so leicht brechen würde, hätte ich nicht für möglich gehalten. Hier, wie versprochen, ich gebe dir den Dämonenkäfer. Ich musste leider meine Niederlage eingestehen. Du hast dich als ganz schön flotter Käfer entpuppt. Er ist nett, er gibt ihn tatsächlich so leicht her. Du hast Terrys Insektenkäfig erhalten. Darin befindet sich Terrys Lieblingsinsekt. Bringe ihm den Käfig schnell zurück. Bitte sag Terry, dass es mir leid tut, falls ich ihm Kummer bereitet haben sollte. Kein Problem. Okay, Guys. Ein Daumen hoch wäre sehr nett. Wie gesagt, in die Kommentare schreibt ihr mir am besten eure Zeit. Und dann werden wir im nächsten Part Terry seinen Käfer zurückbringen, die Juwelen der Güte einlösen und den Dämon zum Menschen machen. Nochmal beim Bambusschneiden vorbeischauen, weil das sich einige gewünscht haben. Geht ja dann mit dem längeren Schwert. Ja, und dann eigentlich auch schon zum Finale aufbrechen, wenn es denn endlich eins ist. Bis bald bei Zelda Skyward Sword.